Marschieren für die Freiheit. In der Form lief der sogenannte Freiheitsmarsch der Schützen am vergangenen Wochenende diszipliniert und ohne Zwischenfälle ab. Doch die damit verbundene politische Forderung hatte es in sich. Nichts weniger als ein Abschiedsmarsch sollte es sein. Ein Abschied Südtirols vom Staat Italien. Erst eine Abschiedserklärung für den Regierungskommissär und dann eine sogenannte Legitimierung für die Landtagsabgeordneten, im Landesparlament alle nötigen Schritte für die Abtrennung Südtirols von Italien in die Wege zu leiten. Eine kühne Haltung. Die vom Volk gewählten Vertreter sollten nach der Pfeife der Schützen tanzen. So weit kam es dann doch nicht. Doch weitere Veranstaltungen sind schon angekündigt, sollte die Politik auf die Schützenforderung nicht reagieren. Der Freiheitsmarsch ist vorbei. Aber sind wir jetzt der Freiheit einen Schritt näher gekommen? Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen bei Pro und Contra. Ja, sind wir der Freiheit einen Schritt näher gekommen? Genauer und knapper soll das Thema dieser heutigen Sendung gar nicht formuliert werden. Und deshalb möchte ich Ihnen bereits die Gäste vorstellen. Zum einen die Co-Vorsitzende der Grünen im Lande, nämlich Brigitte Foppa. Guten Abend. Guten Abend. Und auf der anderen Seite der Landeskommandant der Schützen, Elmar Thaler. Guten Abend auch Ihnen. Guten Abend. Herr Thaler, ich bleibe gleich bei Ihnen. Die Frage ist ja jetzt 2,5 Tage nach dem Marsch, bei dem mehrere tausend Schützen und auch Sympathisanten dabei waren, quer durch Bozen. Was lässt sich denn sagen? Sind wir denn nach diesen vielen Schritten einen einzigen kleinen Schritt der Freiheit, die von Ihnen verlangt wird, näher gekommen? Ja, ich glaube schon, der Freiheitsmarsch, und das muss ich gleich vorausschicken, hatte nämlich einen ganz tollen Nebeneffekt. Wir haben gesehen, dass die Menschen in Südtirol nicht so sehr auf Parteien hören, sondern selbst denken können. Ich glaube, wir sind in dem Sinn der Freiheit ein Stück näher gekommen, dass wir wieder gesehen haben, dass Parteien und Politiker eigentlich den Menschen dienen müssen und nicht das Volk, die Menschen, den Parteien. Ich habe Teilnehmer aus allen Lagern eigentlich gesehen. Ich habe sowohl SVP-Mitglieder und Funktionäre gesehen, als auch Mitglieder der Freiheitlichen und der anderen Parteien. Von dem her sind wir sicher der Freiheit ein Stück näher gekommen. Der Rest muss ich jetzt erst entwickeln. Ich habe gesehen, dass sowohl Uli Maier als auch der Parteiobmann der SVP, Deiner, gesagt hat, so viele Leute kann man nicht ignorieren. Und ich habe jetzt gerade vorhin gelesen, dass auch der Bürgermeister von Bozen gesagt hat, wir müssen mit den Schützen zusammenkommen. Gut. Kontakt mit den Schützen, es hat etwas bewirkt aus Ihrer Sicht, Frau Foppa, wenn Sie zurückschauen. Sie sind ja natürlich naturgemäß als Vertreterin der Grünen für das Zusammenleben, für eine andere Form des Umgangs miteinander. Was hat denn aus Ihrer Sicht dieser Marsch bewirkt oder vielleicht auch angerichtet? Wir haben gesehen, dass dieser Marsch in einer Landeshauptstadt stattgefunden hat, wo wenig Interesse für diesen Marsch gewesen ist, wo sich auch niemand hat provozieren lassen. Vielleicht war auch das mit einkalkuliert, dass es wieder zu einer neuen ethnischen Auseinandersetzung kommen soll. Hingegen haben sich die Italienerinnen und Italiener der Landeshauptstadt überhaupt nicht auf dieses Thema eingelassen. Freilich haben sie auch gezeigt, dass sie in einem zukünftigen Diskurs der Selbstbestimmung wahrscheinlich auch sehr wenig Interesse hätten. Von daher, ich habe das Gefühl, der Freiheit ist man nicht sehr viel näher gekommen. Freiheit hat man schon vor einigen Jahrhunderten immer in Zusammenhang mit Gleichheit und Brüderlichkeit, mit Solidarität, würde man vielleicht heute sagen, oder mit Gerechtigkeit gesetzt. Und ich glaube, das darf man auch heutzutage nicht außer Acht lassen. Wenn ihr von Freiheit sprecht, dann denke ich, müsst ihr eben auch an die Solidarität mit der hier ansässigen Minderheit, müsst ihr auch an die denken. Das heißt, wenn Sie Minderheit sagen, dann meinen Sie die italienische Volksgruppe. Die italienische Volksgruppe, die ladinische und die vielen anderen Volksgruppen. Also die Ladiner gehören dann auch dazu. Ja, ich würde es jetzt nicht reduzieren, den Freiheitsmarsch auf einen Marsch von irgendeiner Volksgruppe. Mhm. Wir hatten auch Teilnehmer der italienischen Volksgruppe dabei. Frau Foppa, Sie waren nicht dabei, aber es sind zum Beispiel auch sehr viele Welschtiroler gekommen, die hatten keine extra Einladung bekommen. Nein, sie sind gekommen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier und wollen damit unsere Solidarität ausdrücken. Also ich glaube, das spielt sich eher im Kopf ab und nicht so sehr im Empfinden einer Volksgruppe. Darf ich nur kurz zu den Welschtirolern etwas sagen? Denn die Welschtiroler, ich finde es ja immer sehr positiv, dass ja auch die Schützen sich um Italiener kümmern und damit immer die Welschtiroler meinen, aber es gibt auch hier im Lande eine italienische Volksgruppe,
wie sehr spärlich wahrscheinlich mitmarschiert ist. Gut, reden wir über ein anderes Thema. Nicht wer dabei war, aber nicht dabei war. Es waren ein paar tausend Leute dabei. Diese Botschaft, also diese ist jetzt klar angekommen, die Sie sagen, Frau Popper. Aber eines ist ganz zentral, finde ich. Sie sagen ja, es ist ein Freiheitsmarsch. Das heißt, wir wollen Freiheit oder wir brauchen mehr Freiheit. Worin besteht denn heute aus Ihrer Sicht die Unfreiheit für uns Südtiroler? Oh je, das spielt sich ja tagtäglich fast ab. Und jetzt gerade in letzter Zeit gibt es ja sehr viele Beispiele. Beginnen wir bei der Schule. Da wird uns gesagt, okay, die österreichische Minderheit in Südtirol muss auch die italienische Hymne zum Beispiel lernen. Oder zum Beispiel beim Sport. Da müssen unsere Sportler mit einer Nation mitfahren, die wir jetzt nicht als unsere empfinden. Oder gerade auch in den faschistischen Denkmälern. Das sind Dürrenwalder, der Landeshauptmann und die Kulturlandesrätin dafür, dass der Mussolini vom Ross runterkommt. Die Kulturlandesrätin hat gesagt, auf den Boden legen. Und was passiert? Rom sträubt sich dagegen und sagt, nein, das kann nicht sein. Und solche Beispiele gibt es ganz, ganz viele. Zum Beispiel eben auch jetzt in der Wirtschaft. Ich habe jetzt nachgeschaut, in den letzten 8 Tagen hat Zeller gesagt, okay, die Autonomie wird uns jetzt beschnitten, wir bekommen statt 90% nur mehr 60% zurück. Der Bauernbund ist dann wieder revidiert worden, aber das war mal, ja. Aber zum Beispiel auch der Bauernbund-Obmann hat gesagt, okay, ein steuerpolitisches Blutbad ist es für die Bauern. Dann hat der Präsident der Handwerker gesagt, Handwerker können nicht mehr, hat er gerade am Tag... Aber das sind Maßnahmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Hat das etwas mit der klassischen Freiheit zu tun? Das hat mit der klassischen Freiheit zu tun, weil wir sagen, warum sollen wir uns das antun? Und es kann sein, dass die eine oder andere Maßnahme wieder zurückgenommen wird, aber sie brauchen nur eine Woche abzuwarten und dann kommen schon wieder 2 neue. Wir haben ja nichts mit Italien gemeinsam. Warum sollen wir für denen zahlen? Gut. Darf ich hier einhaken? Denn ich denke, Herr Thaler hat jetzt sehr schön herausgearbeitet, worin das heutige Problem in Südtirol liegt. Und sehr viele Beispiele, die Sie genannt haben, die hängen jetzt gar nicht mal so sehr mit Rom zusammen, sondern mit unserer internen Gestaltung der Autonomie. Und ich muss schon sagen, dass es lustig war, auch für mich selbst als Bürgerin jetzt zu sehen, wie ich gerade in dieser ganzen Debatte rund um den Freiheitsmarsch bestimmte Begriffe in mir, die für mich schon sehr grau und vielleicht auch fad geworden waren, wie Autonomie oder wie Europa, wie die für mich wieder wichtig geworden sind. Und ich denke, es ist jetzt, war mir immer wichtig, aber ich hatte ein eher lasches Gefühl dabei. Aber jetzt, das heißt, die Schützen haben Sie wachgerüttelt in Ihrem Autonomiebewusstsein? Na, ganz klar, aber ich denke ja nicht nur mich, sondern viele von uns, denn ich glaube, es ist uns erst jetzt wieder neu klar geworden, dass es eben jetzt darum geht, diese Autonomie, die wir ja hart erkämpft haben und die ja vielleicht auch das ursprüngliche Unrecht der Annexion auch ein wenig jetzt zurückgenommen hat, sofern man so etwas kann, dass die Autonomie jetzt in unsere Hände zu nehmen ist. Wir sind jetzt die, die nicht mehr ständig von Rom neue Zuständigkeiten und neue Zuckerlein sozusagen auch fordern sollen, sondern die jetzt anfangen sollen, diese Sachen, die Sie auch zum Teil aufgezählt haben, zu lösen. Da können und wir dann gleich ich, selbstständig das wäre werden. Dann jetzt, das wird, warum müssen wir dazu selbstständig werden? Denken wir doch auch, was das alles mit sich bringen würde. Frau Foppa, wie möchten Sie das lösen, wenn Rom sagt, der Mussolini darf nicht vom Ross herunter? Wie möchten Sie das lösen? Aber solche Sachen können wie wir möchten auch. Sie das lösen? Wir können niemals das nicht zuerst lösen. Anfangen, unter uns auszumachen und unter uns zu klären. Und ich denke mir, wir haben jetzt sehr, sehr lange immer wieder den Fokus auf Rom gesetzt und uns selber in eine Nabelschnur-Situation gesetzt, in die wir eigentlich gar nicht hinein wollten. Ich denke, es ist jetzt Zeit, mit unserer Autonomie erwachsen zu werden und all jene Themen anzugehen, die noch offen sind. Es sind viele. Sie haben die Schule gesagt. Wie viele fordern in Südtirol eine mehrsprachige Schule? Nicht mehr nur das linke oder das grüne Eck. Das ist eine breite Forderung. Es geht, der Proporz muss neu gedacht werden. Es geht jetzt um Integration. Es geht um Autonomie der Gemeinden. Und gehen wir einen Schritt weiter. Frau Foppa, dass wir diese Dinge, alle Dinge, gar die Dinge von den faschistischen Denkmälern, viel leichter angehen könnten, wenn wir Südtiroler und damit meine ich alle Volksgruppen, endlich wieder unter uns sind und uns nicht dauernd von Rom bevormunden lassen. Denn es ist nämlich viel schwieriger, hier in Südtirol eine kleine deutsche Volksgruppe zu sein, 350.000 Menschen, gegen ein Staatsvolk von 60 Millionen. Gut, Herr Thaler, ich möchte einen Schritt weitergehen, damit wir heute Abend, wenn es geht, nicht von faschistischen Denkmälern reden, da kennen wir die Position und da, glaube ich, sind wir in der Sache nicht ganz weit auseinander. Das Anliegen, das dahinter steht, ist, glaube ich, mehr oder weniger allen einigermaßen gleich wichtig oder gleich unwichtig, je nach Standpunkt. Aber es geht um
etwas mehr. Der Schützenbund ist heute selbstbewusst, ich sage nicht nur heute, so wie seit Jahren, aber man sagt, jetzt gibt es ein junges, dynamisches Quartett an der Spitze und die sind auch ein bisschen schneidig, die wollen dieses Selbstbewusstsein auch fördern. Allerdings fällt auf, dass gleichzeitig mit diesem zunehmenden Selbstbewusstsein gewisse klassische Parteien, die ganz typische Träger auch des Schützenbundes waren, sprich die Volkspartei, und die Freiheitlichen diesmal gesagt haben, nein, an diesem Marsch nehmen wir nicht teil. Wenn ich nur kurz sagen darf, früher hat es Landeskommandanten der SVP gegeben, Mitterdorfer Horst bei einem Bundesmajor Michel Ebner. Es hat einen Landeskommandanten Pius Leitner gegeben. Sagt Ihnen das irgendetwas, wenn sich jetzt solche Parteien, die von Ihnen ja nicht weit entfernt sind, sich distanzieren von dem Marsch? Distanzieren, ich weiß nicht, ob sie sich distanzieren, nicht teilnehmen. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied, erstens. Zweitens, und darin liegt dann eigentlich der Punkt, der wichtige, wir Schützen müssen nicht jemanden schöntun, wir müssen nicht auf Wählerfang gehen. Parteien haben es dann schon schwieriger. Aber Sie hatten sie früher. Aber Parteien müssen halt suchen, viel mehr Klienten zu befriedigen und zu bedienen. Das müssen wir nicht. Wir können frei das heraussagen, was in unserem Statut drinsteht. Und ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil. Wir leben ja auch nicht vom Schütze sein. Also wir sind gleich Handwerker und Lehrer. Diese Freiheit haben Sie. Diese Freiheit haben wir. Ah. Und deshalb, glaube ich, tun wir uns sehr viel leichter. Frau Popper, der Marsch alleine ist es ja nicht. Marschieren schreiben Sie auch in diesem Brief, den Sie an den Landeskommandanten, Sie sind ja im selben Dorf zu Hause, persönlich geschrieben haben, lieber Elmar und so weiter, wo Sie schreiben, Gleichschritt ist mir immer etwas suspekt. Gilt das jetzt beispielsweise auch für die Alpini, die, ich weiß nicht, zu 120.000 oder vielleicht noch mehr Mitte Mai nach Bozen kommen, gilt für die dasselbe? Ja, marschieren an und für sich heißt einfach einen Teil auch des eigenen Rhythmus aufgeben. Also im Gleichschritt mit den anderen marschieren. Folglich ist natürlich immer ein Marsch gefährlich. Ich habe mich auch gefragt, warum es nicht eine Freiheitsdemonstration gegeben hat, sondern tatsächlich einen Marsch. Das war sicher eine bewusste Entscheidung. Die Alpini sind für mich insofern problematisch, habe ich eigentlich auch immer schon gesagt, seit wir das Thema bearbeiten in Bozen, weil es so viele sind, weil das natürlich ganz sicher keine umweltfreundliche Veranstaltung sein kann, wenn mehrere hunderttausend Leute hierher kommen und hier verpflichtet werden müssen und so weiter. Und dann ist es natürlich eine gewisse Nostalgie von der eigenen Militärzeit, die diese Alpini hierher mitbringen, soweit ich das bisher auch in den Debatten im Gemeinderat verfolgen konnte. Das ist nicht etwas, das mir jetzt besonders liegt. Allerdings werden die Alpini nicht hierher kommen, um gegen etwas Bestimmtes zu demonstrieren, zu marschieren. Das ist ein Unterschied. Nehmen wir noch einen weiteren Punkt dazu. Herr Thaler sagt ja, wir wollen weg von diesem Staat Italien. Wir Schützen wollen weg. Jetzt stört Sie ja nicht nur das Marschieren an sich, die Form des Protestes oder der Sensibilisierung oder wie immer das man nennen mag. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Sie sind sich ja in der Sache in diesem Punkt ja auch, sage ich einmal, diametral entgegengesetzt. Die Schützen sagen, wir wollen weg von Italien. Die Grünen sagen das ja doch mit Sicherheit nicht. Sie sagen wahrscheinlich sogar, wir wollen autonom bei diesem Staat bleiben, oder? Wir sagen einmal Autonomie nach innen stärken und dann aber den Blick nach Europa öffnen. Ein Europa, in dem es immer weniger Grenzen gibt und in dem alle Minderheiten geschützt werden. Ein Europa, wo wir vielleicht auch mal eine gemeinsame Steuerpolitik und eine gemeinsame Außenpolitik andenken können. Wäre uns allen sehr viel nützlicher, als neue Grenzen zu schaffen, jenseits derer womöglich andere Steuerpolitiken dann da sind, wo dann wieder die Wirtschaft dorthin geht, weil dort vielleicht die Arbeitskräfte billiger sind. Sie haben gerade gesagt, die Grenzen sind unwichtig. Und die Grenzen sind eben unwichtig. Dann ist es auch unwichtig, wenn man neue Grenzen schafft, dann ist es halb so schlimm. Eben nicht. Ich kann nicht sagen, eine Grenze ist unwichtig und gleichzeitig will ich mich mit Grenzen verweigern. Die neue Grenze wäre dann gleich unwichtig wie die alte. Das ist jetzt eine Wortklauberei, aber es ist allerdings. Es ist klar, dass wenn wir ein Europa haben, wo es weniger Grenzen gibt, dann haben wir wahrscheinlich sehr viel mehr Aussicht auf Schutz aller und auf eine gerechtere und solidarischere Steuerpolitik oder Außenpolitik, als wir es jetzt haben. Und dass wir uns da in eine eigene Republik isolieren sollen in Zukunft, falls das jetzt euer Weg ist, ich glaube, ihr habt euch da ja noch nicht festgelegt, dann fände ich das nicht einen Schritt in Richtung Zukunft. Wie gut ist denn Ihre Idee, die hinter dem Marsch steckt, durchdacht, Herr Thaler? Es ist so, wir haben beim Freiheitsmarsch, und das haben wir immer wieder wiederholt, nicht gesagt,
das eine oder andere Modell der vier deutschen Parteien in Südtirol ist unseres. Wir haben gesagt, der Freiheitsmarsch soll vor allem dazu dienen, dass sich die Parteien jetzt endlich zusammenraufen und sich endlich auf den Weg machen, von Italien Abschied zu nehmen. Was dann am Ende dann herauskommt, ob eine erweiterte Vollautonomie oder der Freistaat, der eigentlich kein Freistaat ist, sondern eine Republik wahrscheinlich, stelle ich mir vor, weil der Freistaat in Sachsen und Bayern bewirkt eigentlich gar nichts. Oder die Wiedervereinigung mit Österreich oder die Europaregion Tirol, in welcher Form auch immer. Das können nicht die Schützen entscheiden, sondern das wird das Volk entscheiden. Aber für Sie ist mehreres denkbar. Natürlich, jede Lösung ist für uns besser als die jetzige. Und da müssen wir uns aber auch anhören und ich hoffe, dass euer Selbstbestimmungsparcours, also der Weg dorthin, dann auch so gedacht ist, dass tatsächlich jede Volksgruppe in Südtirol schon auch entscheidet, ob sie diesen Selbstbestimmungsweg dann auch gehen wird, bevor wir dann tatsächlich zu einem eventuellen Referendum kommen sollen. Die Freiheitlichen sagen ja jetzt mit ihrer Freistaat-Idee nicht ohne die Italiener im Lande. Genau. Ist das eine Botschaft, die Sie mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nehmen? Natürlich. Erstens ist es mal eine Öffnung und die zur Kenntnisnahme, dass auch die Freiheitlichen sich oder festgestellt haben, dass es Italiener in unserem Land gibt. Allerdings glaube ich, dass man damit sehr viel weniger an die Italiener und Italienerinnen selber denkt, sondern sehr viel mehr an jenes deutsche liberale Lager, das für diese Töne einfach auch aufgeschlossen ist. Mir wäre es aber immer noch wichtig zu hören vom Landeskommandanten, ob ein eventuelles Referendum der Selbstbestimmung, ja, also wie auch immer, vorher eine Befragung unter den Volksgruppen. Gut, das Fragen steht ja hier. Ich glaube, es braucht, natürlich braucht es das und natürlich braucht es vorher auch noch eine Phase, in der man wirklich allen aufzeigt, welche Vorteile ein solcher neuer Weg eigentlich bringen würde. Das wäre von mir aus das Wichtigste. Und nicht, dass man dauernd sagt, nein, geht nicht und unrealistisch und wir müssen bei Italien bleiben. Weil ich bin schon überzeugt, dass ein friedliches Zusammenleben nur darin auf Dauer bestehen kann, wenn nicht immer muss eine Volksgruppe zugunsten der anderen nachgeben und ein solches Thema gar nicht ansprechen darf. Weil manchmal kommt mir schon vor, dass die Grünen sagen, nein, wir müssen bei Italien bleiben, weil sonst könnten wir die italienische Volksgruppe brüskieren. Ich glaube, das kann es auch nicht auf die Dauer. Ist bei den Grünen schon lang weg vom Tisch. Wir haben auch jetzt wieder von Europa gesprochen und ich habe auch bei der letzten Debatte über die faschistischen Denkmäler aufgezeigt und immer wieder wiederholt, dass jetzt auch gerade unter der italienischen Volksgruppe das Festhalten an Denkmälern zum nationalistischen Zwecke kein Thema mehr ist. Es geht jetzt allen sehr viel mehr um Geschichtsaufarbeitung. Was ich aber noch zusagen wollte, war das, wenn wir jetzt wirklich das Recht auf Selbstbestimmung einfordern, dann werden wir uns gar nicht so leicht tun, der internationalen Gemeinschaft klarzumachen, warum gerade jene Provinz Italiens, die beste Wirtschaftsleistung hat und die geringste Arbeitslosigkeit, gerade diejenige die ist, die jetzt eine Abspaltung fordert. Und, weil sie es wieder nur vom wirtschaftlichen Aspekt her sehen. Das sehe ich nicht nur vom wirtschaftlichen Aspekt, aber es ist eben schon so, dass in anderen internationalen Debatten, wo es um dieses Thema gegangen ist, beispielsweise Kosovo, da hat auch Österreich darauf hingewiesen, dass Selbstbestimmung immer dann wichtig und sinnvoll ist, wenn lange Zeit Gewalttaten, wenn ethnische Säuberungen, wenn aber Dinge diesen Ausmaßes das zugrunde lagen, nicht die Region mit der besten Wirtschaft. Wir nähern uns den Schlussminuten und deshalb schlage ich vor, dass wir noch etwas ansprechen. Ich beginne mit Ihnen, Frau Vopper. Ihre Alternative ist ja nicht gegen etwas marschieren, sondern versuchen, das Zusammenleben zu fördern. Das ist natürlich um ein Vielfaches schwieriger, klarerweise, das Miteinander zu suchen. Aber Sie würden wahrscheinlich in Ihrer Argumentation ja auch unterstützt von den Umständen, wenn die so wären, dass man sagen könnte, das Zusammenleben im Lande ist in den letzten Jahren besser geworden. Ist es besser geworden? Es ist vielleicht weniger dramatisiert worden. Aber ich glaube, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen da aufwachsen in Südtirol, ohne jemals in Kontakt mit Menschen der anderen Sprachgruppe zu kommen. Und diese Vielfalt, die wir eigentlich hier hätten, und dieses Potenzial der Mehrsprachigkeit, das auch außerhalb, es wird ja immer wieder gelobt und auch studiert, dass wir das noch lang nicht ausgeschöpft haben, sondern uns vielleicht noch manchmal in ganz andere Richtungen des Abschottens und der Ängstigung und so weiter bewegen. Das merken wir dann auch ganz, wenn es um neue Bürgerinnen und Bürger geht. Herr Kommandant, Sie haben gesagt oder geschrieben in einer Aussendung, oder steht es im Manifest auf jeden Fall, in einer Aussendung zu lesen, und wenn sich die Politik nicht rührt, ich sage das mit meinen Worten, dann wird es bald schon
eine weitere Veranstaltung dieser Art geben. Wie lange geben Sie denn der Politik Zeit? Das wird sich von ganz von alleine ergeben, würde ich sagen. Die Schützen müssen niemand erpressen, das ist nicht der Stil. Nein, ich zitiere aber Ihren Text, der ist richtig zitiert, oder? Ja, als Ankündigung, das haben wir damals auch schon gesagt, wenn nichts passiert, zum Beispiel beim Mussolini-Relief, dann werden wir wiederkommen. Mittlerweile ist ja was passiert, es ist wenigstens am Abend wird das Licht nicht mehr eingeschalten und er wird nicht mehr beleuchtet. Ich setze da überhaupt keine Frist. Ich bin überzeugt und ich vertraue wirklich auf unsere Politiker, von denen wir doch einige sehr gute haben und in allen Lagern, dass sie wirklich die Sache jetzt ernst nehmen. Da waren mehrere tausend Leute da, die alle etwas fordern. Wir hatten vorher ein mediales Trommelfeuer, das auf uns eingeschlagen hat und trotzdem sind die Leute gekommen. Ich glaube, die Politiker haben den Wink verstanden. Ich möchte das nochmal sagen. Ich tue das nicht für mich. Meine Schützen tun das für sich. Sie haben gar nichts eigentlich davon, sondern sie tun das aus reinem Idealismus. Da soll sich mal die Politik ein bisschen ein Beispiel nehmen, mal kurz innehalten, nachdenken und dann entscheiden. Gut. Schlusswort für Sie. Begonnen hat Herr Dahner. Sie beenden die Diskussion. Frau Vopper, Sie haben ja, das haben Sie in diesem Brief, den ich zitiert habe, an den Landeskommandanten ja auch erwähnt, Sie waren an mehreren Podiumsdiskussionen landesweit auf Einladung der Schützen mit dabei, haben Ihre Position dargelegt, haben dabei festgestellt, hoppla, die haben sehr viel Zulauf, insbesondere bei den Jugendlichen, wie Sie hier ganz offen zugeben. Ich möchte noch die Zusatzfrage stellen. Hatten Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Argumentation die jungen Leute zumindest teilweise überzeugen konnten auch? Oder dass Sie sagen, nein, alles, was von der Frau Vopper kommt, ist nicht unsere Geschichte? Na, es war sicher nicht leicht. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass vorausgegangen sind immer wieder auch Aufrufe der Schützen oder immer wieder dieses Eintrichtern auch der Unfreiheit, in der wir leben. Und das, was mich hier auch bei diesen Diskussionen sehr schockiert hat, ist, dass tatsächlich Menschen gibt in unseren Dörfern, die sich vom italienischen Staat unterjocht und geknechtet fühlen, die sich unfrei fühlen. Und da ist es natürlich schon sehr schwer, auch in solchen stark emotionalisierten Diskussionen, ich möchte nur diesen Satz fertig sagen, wir sind dann am Ende. Mit Sachargumentationen oder auch mit diesen weniger lauten Argumenten der Autonomieentwicklung zu punkten, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei beiden Gesprächspartnern. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Ich wünsche noch einen angenehmen Fernsehabend. Jetzt, wenn Sie wollen, geht es weiter aus der Reihe Land und Leute mit einem Porträt der Ortschaft Andrian im Etschtal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.